stimmt, auf die Öko-Insel, da muss ich eigentlich auch noch... Ach komm, ich glaube, ich stelle da auch noch Werkzeuge her. Entwarnung. Feuer eingedämmt. So, gut. Also das, ach, das ist so eine Entsäuerungsstation. Ab sofort doppelte Zulage am Wochenende. Wie kann ich Gebäude drehen? Ich glaube mit Z nehmen. Punkt. Mit Punkt. Komma, genau. Mit Punkt und Komma, genau. Genau, okay. Energieversorgung mangelhaft. Ah ja. Scheiß Energie hier. Gut. Hier noch Kohle. Warnung. Gesundheitszustand der Bevölkerung kritisch. Wo denn? Weiß ich nicht, wo das ist. Hier. Oh Mann. Sieht nach einer Gewinninsel aus, ehrlich gesagt. Ja, die macht sogar ordentlich Gewinn. 1100. Ja. Die ist echt nicht schlecht. Dagegen ist meine hier mit 500 echt schlecht dabei. Ja, doch. Boah, das Ding ist hier mal ab. Die Öko-Insel macht eigentlich auch nicht schlecht Gewinn. Also die Öko-Insel ist auch ordentlich, was die an Gewinn einfährt. Ja. So, jetzt werden auf jeden Fall hier noch Werkzeuge produziert. Sollten. Ah nee, da ist ja jetzt gerade Energiemangel. Ach man, diese scheiß Windkraft, auf die kann man sich nie verlassen. Achtung, Produktionsstillstand. Irgendwo. Okay, hier habe ich es als entlängs dieser Straßen gemacht. Modul fertiggestellt. Modulentwicklung abgeschlossen. Die Straßen gehen entgegen und dann kommen da... Modulkonstruktion finalisiert. Okay, das Seuche ist weg. Abgeschlossen. Oh je, was kommt hier alles? Irgendein Schiff. Gibt's da nicht mal ein freies Schiff irgendwo? Gut. Ach komm. Aber hier nicht Trüffel, nein. Plastikburger. Funktionelles Essen. Ach, das beim Öl kann ich da nicht wirklich ein bisschen, weil... Sehen Sie noch im Zeitplan? Nee, das Öl brauchen wir wirklich so. Also beim Öl kannst du nicht so dringend. Mach's lieber bei dem Traubengedöns noch mit rein. Beim Trauben? Ja, machst du einfach noch dazu, oder da ist noch Platz auf dem Schiff. Warte mal, wo haben wir's denn? Funktionelles Essen, ist das nicht wichtig? Ja. Wobei, das fährt eh zu der Insel. Kursschwankungen können einem immer einen Strich durch da, wo Trauben machen. Aufgeladen werden. Wo ist das? Hier, da kann ich einfach noch... Wie viele Items hat das Ding? 4, gell? 3 oder 4? Also 3 auf jeden Fall. Okay, warte mal. Holz einladen. Dann... Ach, dann tue ich es halt zu deiner Hauptinsel karren, das ist Holz, oder? Ja. Weil funktionelles Essen darf nicht so langsam gehen, weil funktionelles Essen brauchen wir doch schon dringend. Schon, aber das ist nicht viel. Das kannst du ruhig länger machen. Okay. Mach einfach einen Abstecher zu dem anderen. Erfreuliche Fortschritte. Da muss ich doch noch meine Insel dazufügen hier. Ja, mach die einfach dazu und dann machst du das Holz noch mit rein. Genau, machen wir da noch. Hat Ihnen die Bauaufsicht einen Strich durch die Rechnung gemacht. Hä, was ist mit... Der Bau wurde eingestellt? Was? Nein. Mist. Hä, was ist mit dem Bau los? Ja, hat Ihnen die wir müssen 1400 Tycoon Executors haben. Oh. Mir geht's ganz okay. Oh. Sag aber mal vorsichtig, so viele haben wir momentan voran, nicht. Aber mehr schlecht. Oh. So, da muss ich mal schauen, ob ich das noch irgendwie hinbekomme. Ja, da darfst du dich drum kümmern. Ach, verdammt. Na gut, jetzt kommt auch mal Holz auf meine Insel. Was wollte ich bauen? Genau, die Werft. Eigentlich wollte ich nur die Werft bauen. Naja. Fürchte aber, wir müssen vor allem die Burgerproduktion noch ankurbeln. Burgerproduktion? Ich kann auf meiner Insel nichts mehr machen. Also ein bisschen das Problem, weil hier ist halt einfach kein Platz mehr. Hier werden keine Burger gerade abgeholt, was ist das für ein Dreck? Oh, dann muss ich hier das Warenhaus nochmal weiter abbauen, irgendwie ist es zu langsam hier.
Ja, tu es mal upgraden, dann soll es gehen. So, weil hier werden gerade keine Burger, weil die irgendwie nicht abgeholt werden, alles. Hier wird einfach nichts abgeholt. Also die Schlägerei vorhin. Oder wie? Die hätten sie sehen müssen. So toll. Hm, vielleicht mache ich da einfach mal eine teurere Straße hin, eine Baines Avenue. So, dann hauen wir einfach mal hier eine Baines Avenue hin. Ein schöner, oder? So. Bauen wir die einfach mal um in eine bessere Straße. Gibt es noch ja, bessere Straße eigentlich? Mal gucken. Ne, die Baines Avenue ist glaube ich schon die beste hier. So. Dann sind die auch noch ein bisschen schneller hier. So, mal gucken, was gibt's hier für Probleme. Ja, ja, der Basalt wird nicht abgeholt. Ja, das ist egal. Nee, von der Burgerproduktion kann ich eigentlich nicht mehr machen bei meiner Insel. So wie ich die Situation einschätze, wird hier vorerst nicht weitergebaut. Nee, es geht nicht. Mhm. Also Burger... Wobei, das mit dem Executive sollte ich eigentlich noch hinbekommen. Ja, muss ich hinbekommen, weil da sind ja recht viele in einem Haus, glaube ich, ne? Ja. Okay, ja, dann passt das schon. Da hat ihnen die Bauaufsicht einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja, verdammt, das wollte ich gar nicht hier. So. Ah, ja. Wie sieht's eigentlich hier? Hier ist noch viel zu tun. Ah ja, stimmt. Das ist die Chance, wie viel hat eigentlich dieser Aktienhandel uns gegeben? Leider Verluste um 1000 Credits. Naja, okay. Ein Versuch war's wert. Ja, irgendwann machen wir halt dafür dann wieder richtig viel. Klar. So, nochmal eine... Achtung, Produktionsstillstand. Carbon. Wo gibt's schon wieder einen Produktionsstillstand? Das ist schrecklich hier. Ja, immer Produktionsstillstände. So. Uch, jetzt baue ich hier mal noch ein Finanzzentrum. Witz. Nicht genug. Oh, was ist bei dir denn los? Oh, das sind ja Aufstiege ohne Ende. Ja. Aufstiege hier geht's ab, ne? Ohne Ende, ja. Hm, gucken wir mal, wie sieht's mit dem Tee und alles aus. Perfekt, die Öko-Insel tut sich selber noch weiterentwickeln. Wo sich die Executives finden. Die Öko-Insel tut sich selbstständig weiterentwickeln, auch ganz cool. Ja. Ich glaube, ein Schmelzwerk reicht schon, oder? Beide ist ja eh nie beschäftigt, dann spare ich ein bisschen Geld. So, also jetzt können wir auf jeden Fall nichts noch, was die Executors brauchen, verkaufen. Das sollte schon mal feststehen. Werkzeuge werden auch auf meiner Öko-Insel selbstständig hergestellt. Und Hummer, gibt es hier noch mehr Hummerplätze? Ich glaube, Hummerplätze sind alle voll. Ja. Mal Plätze sind alle belegt. Gut, dann habe ich hier bei deiner Öko-Insel auf jeden Fall schon einiges Cooles. Das geht hoch immer noch steigend, glaube ich. Ja, bei mir geht die Bilanz bestimmt auch noch mal hoch hier. Okay, noch so viel. Obwohl ich hier so viele Finanzzentren gebaut habe. Ja, dann lassen wir noch den Rest auch noch aufsteigen, so. Mann, dieser scheiß Baugenehmigung hier, dass ich hier so viele Executors braucht, das ist doch nichts. Okay, jetzt hat's... Ein paar große Bereiche hat es jetzt schon mit drin. Ich fürchte aber schon fast, dass ich noch ein Finanzzentrum bauen muss. Jetzt ruckelt schon langsam ein bisschen wieder. Naja, mal gucken. Ja, jetzt wurde ich hier alle aufsteigen. Wir haben so viel Militärmaterial und wir... Okay, das ist gerade nicht Strindberg, aber hier nochmal riesen Massen an Militär oder Strindberg so, hier. 480 hat. Executors können es momentan bauen. Ich glaube, ich guck mal hier bei Strindberg. 520. Ja, was hat denn da Strindberg alles? Das ist ja hart. Ja, Strindberg, sollte man nicht unterschätzen. Ich würde sogar sagen. Also ich habe noch nie gegen ihn gekämpft, muss ich zugeben. Also ich würde sagen, machen wir aber erstmal die Tinderplatte, oder? Ja, wahrscheinlich schon. Können wir auf deren Insel vielleicht noch irgendwas Cooles bauen. So. Die brauchen wir auch nicht, die verkauft auch nichts Gescheites. Die Ecos und bla. Die Ecos, die tun noch nicht mal was verkaufen, die tun ihre Insel noch nicht mal dicht bebauen. Da können wir noch mal eine riesen Gewinninsel drauf machen. Oder ja, ich bin dafür, dass wir dort die dort würde ich die richtige Eco-Insel drauf bauen. Ja, wobei brauchen wir... Ja, wobei die Schutzschildgeneratoren sind cool, ja doch. Ja.
Wir haben zwar keinen Platz für ein hydroelektrisches Kraftwerk. Oh, wir machen gerade richtig gut Plus. Ja, das... Aber das sollte sich eigentlich... Alter, wie gut machen wir gerade Plus? Ja, das könnte auch mit an mir liegen. Wow, nicht übel. Oh, bei dir steigt ja einiges auf. Oh. Ich muss das erreichen. Okay, jetzt kann ich Werkzeug gebrauchen. Oh, ich sehe es gerade. Wo steht mein Schiff hin? Mein Schiffchen. Da wollte ich gerade was verkaufen noch, genau. Ah, nochmal 10.000 sowas. Gut. So wie ich die Situation einschätze. Dann liefere ich mal noch ein bisschen Werkzeug rüber, ne? Jo. Brauchst du ja, oder? Ja. So, hier die Arbeiter sind es, glaube ich, schon. Die können nicht mehr aufsteigen. Glaube ich. Ist eigentlich schon Holz auf meiner Insel? Nee, ich glaube noch nicht, ne? Ne, okay, noch bisher kam noch kein Schiff mit Holz an. Na gut, wie viel Werkzeug brauchst du? Ah, keine Ahnung, nicht so viel. Vielleicht 80 Tonnen oder so. Na gut, 80 Tonnen. Oh. Wo bleibt denn eigentlich das Lieferschiff hier? So wie ich die Situation einschätze, wird hier vorerst nicht weitergebaut. Wo bleibt denn das nur? Nee, das ist nicht. Ja, gut. Und da kommt das Werkzeug. Ah, hier die Sea Dream. Oh, dann habe ich doch Holz bekommen, oder? Nee, habe ich nicht. Wobei ich glaube, mehr Arbeiter kommen wirklich nicht mehr dazu. Die Nachbarn finden auch, dass wir es hier gut getroffen haben. Okay, da kommt ja gleich das Werkzeug. Ah ja, da ist es ja. Gut. Da hat Ihnen die Bauaufsicht einen Strich durch die Rechnung gemacht. Mehr können nicht aufsteigen, oder was? Wenn es wirklich schon die Begrenzung ist, dann muss ich mir hier noch was einfallen lassen. 1200, ich brauche aber 1600. Muss da noch ein paar Angestellte aufsteigen. Endlich Wochenende und ich habe frei. Kurz weg. Warte mal. So. Was ist gerade passiert? Habe ich was verpasst? Hallo? Ja, ich muss hier noch ein bisschen weitermachen. Ich habe bisher 1000 Werkzeuge abgeladen. Ja, habe ich. Da hat Ihnen die Bauaufsicht einen Strich durch die Rechnung gemacht. Speichere ich mal noch kurz. 1200 Executors habe ich bisher. Mhm. Ich brauche aber 1400 oder kann ich bisher erreichen. Ich brauche aber 1400. Das heißt, 1400 brauche ich. Aber vielleicht sind auch noch gar nicht alle eingezogen, also... Nee, 1200 kann ich maximal bekommen. Ah, wo sieht man das? Das reicht nicht. Ah, okay, ja, dann brauchst du doch noch ein bisschen mehr. Ja, ein bisschen mehr brauchst du noch. So ein paar Gebäudchen, aber mehr auch nicht. Ja, ein bisschen brauche ich auf jeden Fall noch. So, wie sieht's eigentlich aus mit dem Tee und alles bei meiner Dinginsel? Ah ja, passt noch soweit. Gucken wir mal, wie sieht's mit dem Aufstieg aus? Okay, alle sind aufgestiegen, das ist schon mal was. Dann tue ich mal die Steuern hochhauen. Ja, so. Jetzt macht die Öko-Insel auch wieder ordentlich Gewinn, wie du vielleicht sehen kannst an unserer Bilanz. Moment. Jetzt habe ich die nochmal hochgeschraubt ein bisschen. Oh ja. Es geht voran, aber mehr schlecht als recht. Meine macht es aber auch deutlich mehr wieder, glaube ich. So, ich könnte auch noch die große da oben ausbauen, weil ich habe gemerkt, wenn du Dingens hast, wenn du Ingenieure hast... Ja, ich mache auch deutlich mehr. Einiges mehr. Mit Ingenieuren macht man nochmal viel mehr Gewinn, habe ich bemerkt. Vielleicht machen wir dann... Aber das würde ich eigentlich, Ingenieure würde ich schon fast auf Tildas Insel machen dann. Ja, okay, stimmt. Naja. Warte mal, Ingenieur. Die harte Arbeit macht mir nichts, weil mir sonst rund um die Fruchtbarkeit. Ah, nee, da haben wir schon einen drin. Schade. Dann lassen wir das mal hier. So. Bohren wir hier nochmal. Bald, ja, warum nicht?
Meine Hauptinsel ernährt sich hier schon von Uran eigentlich. Uran ist hier so, Uran ist hier der große Marktführer bei mir. Ich habe wirklich alle Minenplätze mit Uranbohrer. Also, so ja, ich die Situation Uranverrückt würde ich sagen. Nicht aber ich stelle auch hier schwere Waffen her. Brennstäbe auch, die auch ganz gut Geld geben. Und so weiter. Ja. Schön. Also Brennstäbe, sehr gutes Ding. Das stelle ich hier her. Sprengstofffabrik. Ja. Ja, bei mir geht es auch wieder voran. Ja, doch. So. Irgendwo habe ich auch Kohlemangel bei mir, kann das sein? Genau. Nee, eigentlich nicht. Gerade hatte ich irgendwie bei meiner Hauptinsel ein bisschen Energie einbußen. Gut, ich habe aber das Problem, ich habe das Gefühl, hier kommt bald... Ein weiteres Baumenü? Ja, bei mir wahrscheinlich, Tycoons. Wir können jetzt Raketenbasen bauen. Hex ist auch mehr. Wir können jetzt Manga-Abbauroboter, was ist denn das? Manga können wir jetzt auch abbauen. Ja, vor allem... Ah ne, stimmt, Raketenbasis geht noch nicht. Pharmazeuka, Fettschmelze, bewirkt Schlachthöfe, Omega-Fettsäuren, Okay, Manga,